ein Ausbruch. Wie kann ich ihn ablenken? Oh, ich hab's. Wär's nicht einfacher, einen Tunnel zu graben oder so? Das wird nicht gehen. Das Problem ist, dass unsere Schule auf einem 80 Jahre alten Kalksteinsteinbruch gebaut ist. Es gibt nur eine Möglichkeit, so eine Gesteinsschicht zu durchbrechen, und zwar mit Dynamit. Yes! Wir sollten uns doch einen direkteren Weg aussuchen. Heute jedenfalls. Ich habe einen Anruf im Lehrerzimmer. Ihr bleibt sitzen, wie angenagelt. Ich kann nämlich auch durch die Wände sehen. Und hören kann ich auch durch die Wände, klar? Na? Hier ist Owen J. Foot. Wer spricht? Hier ist, Sherwoods Mutter. Ich möchte mich bei Ihnen bedanken, dass Sie meinen Sohn beim Nachsitzen im Auge behalten. Das ist unsere Chance. Lola wird ihn aufhalten. Sie kann quatschen wie ein Wasserfall. Oh, ich habe vergessen, Manettis Denkpausen einzubeziehen. Sowas Blödes. Sehr nett. Es ist schön, so etwas mal zu hören. Vielen Dank, Mrs. Forrest. Aber nun muss ich wieder in die Klasse. Nein. Oh. Auflegen. Naja. Manetti, auf geht's. Jetzt oder nie. Gut, wie schön. Ja, vielen Dank. Dein Plan haut nicht hin, Angelo. Nicht zu fassen, wir haben es wirklich geschafft. Was ist das denn? Oh, du süße Freiheit. Immer langsam, das ist mein Wurfarm.